Genau, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog bzw. Video auf diesem Kanal. Das ist alles so ein bisschen im Vlog-Style. Du siehst das auch da hinten, da hat es eine andere Kameraperspektive. Das ist die Lulu-Cam. Ganz professionell, heute auch mit einem Mikrofon hier. Und wir machen heute die Pommes-Pizza. Also, eine Zuschauerin, ihr wisst alle, hat mir eine Pommes-Pizza geschickt bei Instagram. Und weil ich gerade übelst auf meinem Pommesfilm bin, dachte ich, ich mache eine Pommespizza. Ich habe jetzt ein paar Sachen gekauft, ich werde es aber anders machen. Ich habe Pommespizza im Kopf und ich mache kein Rezept, ich mache es nicht so, wie es aussah, ich mache es anders. Ich mache nämlich keine normale Pizza mit Tomatensauce, ich mache die mit Schmand. Luciano ist auch da, der hat Hunger, wir haben Mitternacht, gell? Ich glaube schon. Das wird ein Mitternachtssnack, Leute. Let's go. Pommes brauchen wir auf jeden Fall. Und bevor ich euch sage, was wir noch brauchen, packe ich erstmal die Pommes und tue sie im Backofen, weil die können erstmal fertig werden und dann machen wir weiter. Unsere Ofenbleche sind die dreckigsten, die es gibt. Ach so. Kann ich kurz die Kamera haben? Ich komme nicht ran. Jetzt kommt die ganze Scheiße in den Backofen. Machen wir ungefähr 200 Grad Umluft oder auch nicht Umluft. Macht einfach den Ofen an. Keine Ahnung, was die ganze Scheiße heißt, Alter. Oben Luft, unten Luft, Umluft. Ja, okay. Mach einfach weiter. Jetzt muss ich gucken, was ich noch alles gekauft habe. Okay. Ganz wichtig erstmal der Pizzateig, Leute. Der Pizzateig. Ich habe alles bei Aldi geholt. Pizzateig. Dann Schmand. Anstatt Tomatensauce machen wir Schmand. Das soll so Sour Cream mäßig Pizza, Käse, geil werden, gell? Du kannst schon die ganze Zeit reden. Du bist voll konzentriert, gell? Ups. Auch, ja. Dann, ich muss kurz gucken, Leute, ich hab's mir aufgeschrieben. Was ich alles brauche? Schmand, Teig, Pommes, Petersilie, Schnittlauch, Käse, Knoblauch, Zwiebel. Ich habe extra frisch Kräuter gekauft. Einmal habe ich so eine Petersilienmischung und einmal habe ich so 8 Kräuter. Anscheinend sind da 8 Kräuter drin. Welche weiß man nicht. Ah, Petersilie, Dill, Kresse, Kerbel, Schnittlauch, saure Apfel, Koriander und Pimpinelle. Schmeckt aber richtig geil auf jeden Fall. Schmand, Pizzateig, Kräuter, Gurken, Zwiebel. Alter. Zwiebel, damit wir richtig Mundstunk haben. Und damit es richtig stinkt, Knoblauch. Ein C reicht, oder? So schlecht. Alter, wie krass ist denn dieser Knoblauch? Wir brauchen schon, du musst ein bisschen sagen. Ein C, sag ich doch. Ach so, stimmt, sorry. What the fuck? Was ist denn das für ein riesen C? Ich dachte, es wären ganz viele. Digga. Leute, habt ihr schon mal so einen großen Knoblauchzehe gesehen, Alter? Ich schneide auf jeden Fall jetzt ein kleines Stück ab. Ich mach ungefähr, dass es einfach so groß ist wie ein Knoblauchzehe. Also so ein Stück, okay? Du Gollum. Okay. Das tue ich wieder in den Kühlschrank. Ich nehme jetzt die Schüssel, die kennt ihr aus meinen ganzen Videos, wo ich koche. Da mache ich auf jeden Fall jetzt... Leute, ich bin so, mal gucken, was das für ein Video wird, Alter. Ist echt so. Hier tue ich jetzt den ganzen Schmand rein. Schmand rein, Schmand rein. Du bist eine Geburt. Ja, moin. Und das wird das, anstatt Tomatensauce, was drauf kommt, tue ich das, die Füllung Creme dann da drauf. Gute Idee, gell? Ja. War das beim Rezept so, oder? Nee. Okay, dann wird's komisch. Dann tue ich da jetzt noch die Kräuter rein. Leute, ihr könnt da übrigens rein tun, was ihr wollt an Kräuter. Ihr könnt sogar Curry reinmachen. Ihr könnt nur, ihr wisst, ich liebe Petersilie, deswegen baue ich richtig fett Petersilie noch rein. Dann tue ich noch Zwiebel und Knoblauch rein. Und dann war es das eigentlich an Kräuter. Ich habe so Hunger. Ich
habe extra heute nicht zu Abend gegessen und ich habe den ganzen Tag nur ein bisschen Suppe gegessen. Lucy hat heute Linsen gekocht, wir sind heute übelst die Köche. Oha, stimmt. Gell? Ja. Dann habe ich ein halbes Brötchen gegessen, es ist jetzt Mitternacht. Es ist jetzt nach Mitternacht. Es ist 0:11 Uhr. Ich habe den ganzen Tag nichts Richtiges gegessen. So sieht es bis jetzt aus. Jetzt mache ich noch Knoblauch rein. Ich habe das übrigens noch nie gemacht. Noch nie. Ich teste das gerade das erste Mal mit euch aus. Ich weiß nicht, was da rauskommt. Guck mal, wie modern unsere Knoblauchpresse aussieht. Wir hatten früher voll die eklige, gell? So eine rote, oh, weißt du noch? Die war halt alt. Aber die sieht schon cool aus. Knoblauch. Muss ich irgendwie die Zwiebel schälen, aber das ist übelst problematisch mit den Nägeln. ASMR. ASMR oder was war das? Kannst du das schälen? Das ist voll gut, dass ich jetzt schon die Pommes reingemacht habe. Das ist voll alles voll durchdacht. Ich brenne die alle. Als wäre das voll durchdacht alles. Ist es auch. Scheiße. Leute, heute ist mir mein Nagel abgefallen. Davor waren die noch schön, jetzt scheiß drauf. Ich nehme eine halbe Zwiebel, ich glaube, das reicht. Und schneide das in ganz kleine Würfel. Wie du willst. Ganz wichtig, Zitronenkerne müssen drin bleiben. So. Oder ich warte, ich hole sie doch raus. Ich bin so gespannt. Hast du auch so Hunger? Ja. Hast du nicht richtig gegessen? Nee. Extra deswegen? Ja, klar. Echt? Mhm. Jetzt tue ich noch ein bisschen Pfeffer rein, oder? Okay. Was? Du hast einen Klopf zum Eingehen, oder? Dann tue ich noch ein bisschen Salz rein. So, oder? Ja, klar. So sieht das jetzt alles aus. Und jetzt mische ich alles mit einer Gabel. Diese Gabel. Aber ich glaube, das wird richtig krass. Schmeckt schon geil. Steck mal Finger rein. Okay. Zwiebel, Kräuter, Creme Fraiche oder Schmand oder was ist? So eine Creme Fraiche und Schmand ist für mich das gleiche. Schreibt mal in die Kommentare, ob das ein Unterschied ist. Aber das war auf jeden Fall Schmand. Okay, jetzt. Am Ende wird es voll die Paris-Pizza. Wieso Paris? Ey, warte. Wie Creme Fraiche? Diese Pizza? Diese. Ach so, du meinst Flammkuchen. Genau. Alter, das schmeckt so krank. Du machst mich neidisch. Ich will aber noch nicht. Ich will am Ende. Probier nur ein bisschen. Oh, das schmeckt richtig gut. So als Dip mit Brot, gell, mit so Baguette. Mhm. Alter, lass es mal machen jetzt. Ich weiß nicht. Sollen wir. Normal machen wir Pizzateig immer ganz selber. Aber ich hatte jetzt keinen Bock mit Mehl und diese ganze Scheiße und dann die Küche aufzuräumen. Deswegen machen wir es ganz einfach. Außerdem ist es so auch am einfachsten für euch. Das ist so ein ganz normaler, einfacher Fertigteig. Und wir? Jeder so eine Hälfte. Also Leute, ich mache jetzt einfach statt Backpapier, weil wir haben kein Backpapier, ich mache, dass es sich nicht anklebt, mache ich einfach Mehl aufs Blech. Alter, die finden bestimmt unsere Bleche richtig ekelhaft. Psst. Oh Gott, das wird explodieren. Warum sagst du explodieren, Luciano? Weiß ich nicht. Habe ich so dein Gefühl? Wir müssen alle gleichzeitig anfangen. Eins. Nee, war der Film schon? Ja. Okay. Eins, zwei. Oh, voll Mehl. Ehrlich? Ja. Leute, jetzt mache ich den Pizzateig. Oh, ich sollte die Pommes ausmachen, weil die sind ja nachher noch mit der Pizza im Backofen. Ich mache jetzt den Pizzateig aufs Blech. Also Leute, ich habe jetzt hier den Teig auf dem Blech. Und jetzt fängt es auf jeden Fall an. Ich hole mal die Pommes raus. Und die Pommes sind in der Zwischenzeit fertig geworden. Ich habe gerade gesehen, bei der Aufnahme, wir filmen schon 22 Minuten. Also die Pommes sind auf jeden Fall fertig. Leute, wir nehmen jetzt die Schmandfüllung und tun die auf die Pizza drauf und bestreichen.
Boah, ich glaube, das wird richtig geil schmecken. Das passt doch voll zu den Pommes. So quarkmäßig. Weißt du? Oh mein Gott, das wird so lecker schmecken, glaube ich. Du musst einfach nur die Zutaten austauschen. Wie meinst du? Von der Pizza. Von einer normalen Pizza einfach die Zutaten austauschen. Ja, statt Salami, Schinken oder so mal Pommes. Das kann man ja auch vegetarisch machen. Achso, Schmand ist nicht vegan. Aber vegetarisch. Kommen jetzt einfach die Pommes drauf. Ich mir erstmal Käse drauf, dann Pommes und dann nochmal Käse. Ja, Mann. Wir haben einmal Hashtag leichten Reibekäse und einmal Gouda. Das wird so stopfen, Alter. Leute, jetzt kommen die Pommes. Einfach mitten in der Nacht machen wir Pommespizza. Ja. Reicht das? Ich glaube schon. Machen wir die Ecken noch ein bisschen, oder? Okay. Schmeckt das geil? Probier. Schmeckt richtig geil. Leute, perfekter Pommes-Dip. Jetzt mache ich noch einmal Gouda oben richtig fett drauf. Aber richtig fett. Alter. Aber übertreib nicht. Okay, Leute, das kommt jetzt alles in den Backofen. Oh mein Gott, ich freue mich, Luciano. Chill, ich komm wieder. Das ist ja nicht im Moment im Aufhalten. Dum, 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 dum. Alter, das ist einfach ein Käseschmand. Das ist mehr Lasagne als Dings. Jetzt mache ich wieder den Ofen an. Ich mache 200 Grad. Und lassen wir so 10 Stunden drin. Was? 20 Minuten. Warte, ich guck mal auf der Verpackung, wie lang. Ich guck jetzt mal, wie lange die Pizza braucht. Die Pommes sind ja schon fertig. Schmand muss nur warm werden, Käse muss nur schmelzen. Deswegen gucke ich einfach nur, wie lange der Pizzateig braucht. Und der braucht. Der enthält Alkohol. Der Pizzateig. Mega geil. Hä, wo steht denn da, wie lange der braucht? Ich würde schätzen, einfach 20 Minuten. Ja, wir gucken einfach. Ah, 15 bis 20 Minuten, ja. Ich bin so gut. Aber die Pommes sind doch schon fertig. Na, geht so, die können auch braun werden. Okay. Jetzt warten wir 20 Minuten ab. 15, 20 Minuten gucken, wann der Teig fertig ist. Und dann würde ich sagen, melden wir uns auf jeden Fall, wenn die Pizza fertig ist. Das wird krass. Das wird heftig. Perfektes Timing. Die Pizza ist fertig. Warte. Okay. Leute, die Pizza ist anscheinend fertig. Ich guck mal. Oh mein Gott, es sieht richtig krass aus. Okay. Wartet. Ich muss die mal anheben und gucken. Alter. Mal gucken, ob die klebt. Oh mein Gott, der Teig ist perfekt. Fuck. Hol die mal vielleicht raus. Ja. Junge, wie krank ist die? Warte, vielleicht kann ich die da drauf machen. Ja. Ah, ich weiß, was ich mache. Oh mein Gott, hast du auch gar nicht mehr so Alkohol wie ich? Ja. Auch nicht? Weil wir so viel davor genascht haben, gell? Ja. Alles normal. Wo ist der Pizzaschneider? Oh mein Gott! Okay, warte, und jetzt? Warte. Ho, 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 joi. Alter. Junge, guck dir das an. Episches Bild. Leute, zieht euch bitte diese Pizza rein. Damn. Cheesy ass motherfucking goddamn fuck. Oh mein Gott. Okay, jetzt komm rüber. Jetzt wird probiert, Leute. Thumbnail. Einfach, Leute. Einfach, Leute. Lol. Deine Kamera ist voller Mehl. Oh mein Gott. Eine Pommespizza. Wie krank sieht das aus? Oh, ich hab fast probiert. Oh mein Gott. Okay, cheers. Mal gucken, wie es schmeckt. Du hast nicht in die Augen geguckt.
Kuchen. Das ist so geil, oder? Die Pommes kommt erst später durch, gell? Aber Alter, das schmeckt richtig geil. Die Creme ist unnormal geil, gell? Mhm. Die flasht mich. Alter. Das erinnert mich an die Quark-Piccolinis. Gell? Mhm. Stimmt. Das schmeckt echt geil. Also der Käse auch. Und ganz leicht zum Nachmachen. Ihr habt es gesehen. Einfach bestreichen, Pommes drauf, Käse, fertig. Boah. Junge, ist das geil. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch nachmachen sollt. Und wenn ihr das nachmacht, verlinkt mich einfach _Marci auf Instagram. Ich like eure Bilder. Ich will es mir angucken. Und schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir unten rein, ob ich andere Sachen ausprobieren soll. Schickt mir geile Sachen zum Nachmachen. Schickt mir andere geile Sachen zum Ausprobieren. Oder, also allgemein, oder ob ich bestimmte Sachen mit Pommes nachmachen soll. Allgemein. Ja, weil du probieren willst. Auch. Schmeckt echt gut. Aha. Ich bin ja schon satt, Alter. Dieser Schmandstopp und der Käse und dann noch Pommes und Brot. Mhm. Und ich glaube, wir werden richtig Durst haben danach. Glaubst du echt? Das macht so durstig. Nein. Boah, ist das geil. Seit wann ist Essen anstrengend? Mhm. Gell? Ja. Soll ich das Video beenden? Ja. Nein, was wollen die noch hören? Unser Schmatzen, ganz ehrlich. Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall keinen Daumen nach oben geben. Sag mal, wo sind wir denn hier, Junge? Was für ein Daumen nach oben? Was das? Hm. Abonniert aber diesen Kanal, denn auf diesem Kanal gibt es täglich neue Videos. Sehr gut. Baby Vlogs. Lächeln auf jeden Fall nicht. Vergessen. Weil Lächeln ist gesund. 3, 2, 1. Daumen nach oben geben, oder? Auf jeden. Nein, niemals. Okay. Daumen nach oben geben, oder? Nein, niemals. Fest bestanden. Auf jeden Fall abonnieren nicht vergessen. Jetzt kommt hier das Video, das euch am besten von meinem Kanal gefallen könnte. Das passt am besten zu euch laut YouTube. Hier kommt ihr zu meinem letzten Video und hier oben könnt ihr mich abonnieren. So, gebe fuck. Du verkackst es locker richtig. Nein. Ja, okay. Die Jonas an der Plansche bleiben wo? Kacken. Denn da, wo die Scheiße richtig am Dampfen ist, ist die Luft am Fliegen. Besten. Ach, Scheiße. See you, I love you. Bye. Tschüss. Nochmal, sag tschüss, man hat sich gehört. Tschüss. Tschüss. See ya. Tschüss.